Attention to the jog. Eine fiktive Krisensituation. 500 Menschen sind zu Fuß auf der Flucht und auf ein Minenfeld geraten. Im Hauptquartier der EU-Eingreiftruppe muss der Stab entscheiden, was zu tun ist. So übt die multinationale Truppe das Command and Control, das Befehlen und Kontrollieren für einen möglichen realen Einsatz. Eine ganz große Menge an Kapazitäten, die man einsetzen will, die müssen zusammenarbeiten können. Die müssen wirklich mit Effekt und auch effizient eingesetzt werden können. Das braucht viel Koordinierung, das braucht enorm viel Wissen und Austausch von verschiedenen Gegebenheiten. Das heißt, es muss sich eine Entität darum kümmern, das alles ordentlich zusammenarbeiten zu lassen. Alle 6 Monate ist die EU-Eingreiftruppe durch andere Länder vertreten. Ab Juli steht sie unter belgischer Führung. Partner sind dann Deutschland, Luxemburg, die Niederlande, Spanien und Mazedonien. Auch wenn die sogenannte Battle Group noch nie zum Einsatz gekommen ist, muss die Bereitschaft sichergestellt werden. Verteidigungsminister de Krem ist überzeugt, dass die Belgier das schaffen. Natürlich haben wir gesehen, dass in der Vergangenheit das noch niemals passiert ist. Und was wir schauen hier ist, dass die Möglichkeit gibt, wenn es notwendig wäre, dass wir mit etwa 3000 Leuten ausgeschickt werden können. Und ich glaube, das ist schon ein Ergebnis. Seit Anfang Januar üben die Mitglieder der künftigen EU-Eingreiftruppe gemeinsam im multinationalen Verband. Nicht nur in Elsenborn, auch in Eupen, Leopoldsburg und Löwen sind Einheiten stationiert. Die Übung läuft sehr gut, sie ist sehr wichtig. Die verschiedenen Nationen, die zusammenarbeiten, müssen sich natürlich darauf vorbereiten können. Und das ist das, was wir hier machen. Die nächste Übung ist auch groß angelegt und wird wohl die Endübung sein. Dort werden wir zertifiziert, dort werden wir irgendwie Combat Ready oder Ready for Action deklariert und die läuft auch hier im Süden von unserem Land. Nach einer entsprechenden UNO-Resolution könnte die EUBG, die EU Battle Group, zum Einsatz kommen, zum Beispiel im Rahmen einer Militärmission in Zentralafrika. Doch ob es dazu kommt, ist ungewiss und umstritten. Alles hängt davon ab. Bisher gibt es nur eine europäische Militäroperation, das war die Antipiraterieoperation Atalanta. Das war eine ganz richtige europäische Operation. Ich sehe, dass man noch, wie könnte ich sagen, noch immer eine Art von Zurückhaltenheit hat entgegen das Ausschicken von einem EUBG. Ich glaube, es sei möglich in der Zukunft, aber ich weiß nicht, ob es schon im zweiten Semester von 2014 sein wird. Egal wie die Politik entscheidet, die EU-Eingreiftruppe unter belgischer Führung will auf jeden Fall einsatzbereit sein. Noch bis Freitag wird in Elsenborn geübt. Dann geht es zur nächsten großen Übung, erst einmal in die Niederlande.